Sieht so die umweltfreundliche Verkehrszukunft aus? Also weniger Autos in Innenstädten, dafür Schwebebahnen, die sich mit Solarenergie selbst versorgen. Keine Abgase, keine Staus. Klaus Bogenberger, Professor für Verkehrstechnik an der TU München, sagt: Jein. Gut an den Schwebebahnen sei neben dem Umweltschutz auch, dass sie wenig Personal brauchen. Hashtag Autopilot. Denn beim ÖPNV droht in Zukunft Personalmangel. Probleme gäbe es allerdings häufig bei Genehmigungen und wegen Anwohnerprotesten. Auch die Wartung könnte bei extremem Wetter wie Frost, Sturm oder Gewitter aufwendig sein. Laut Bogenberger sind Schwebebahnen vor allem dann sinnvoll, wenn Hindernisse wie Flüsse, Wälder oder Täler im Weg sind. Gibt es schon ein funktionierendes ÖPNV-System, könnte der Kosten-Nutzen-Faktor dagegen sprechen. Also die Frage, lohnt sich das? Nehmen das die Fahrgäste überhaupt an? Weil am Ende steht immer an erster Stelle, wie lang dauert's? Dann, wie teuer ist es? Ist es auch bequem? Und erst dann, am Ende, hilft es auch der Umwelt?